So, ich denke mal, das schneide ich jetzt schon rein, wenn ich dran denke. Ich möchte mal Folgendes erwähnen, wie dein Surfer heißt. Lies mal den Titel. Der ist nicht für andere gelistet, oder? Spiel, Spaß und Spannung. Genau. Hatten wir jetzt alles in der letzten Folge. Ja, mehr oder so viel nicht. Spiel, so viel Spaß, so viel Spannung, als ich die Erde ausgeschaufelt habe. Spannung zwischen Freeman und Black Dragon. Ja. Erinnerst du dich noch an Seven Kingdoms, das Spiel? Ja. Vielleicht ja. Mal was. Ja, Jedo. Ja. Dieser blöde Bug. Wenn du neutral warst und einen Handelsvertrag unterschrieben hast, hat deine Verbindung als gespannt gezählt. Okay. Nur mal so nebenbei. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Wir sind gerettet. Wir müssen, sag mal, wo könnten wir ganz gut Gammelfleisch herbekommen eigentlich? Wenn wir in ein zerstörtes Biom gehen würden. Aber ich habe noch keins gefunden. Okay, halt mal, was mache ich denn? Weil wir brauchen das langsam echt dringend. Okay. Oh, das ging ja schnell. Was? Hab's direkt gefunden. Wo kommst denn du her? Du eigentlich? Ach, warte, ich muss ihn kurz töten und dann. Hätte ich euch mal kurz. Ich vielleicht will ja keine Freundschaft mehr mit dir. Au! Ey, wo kommen die her? Ah, nicht schlagen! Ach. Können wir die Regel machen, dass niemand dem anderen beklaut? Das wäre mir ganz nett. Wenn wir. Jeder sein eigenes, aber Hilfestellung ist nicht. Na gut. Es ist dein Surfer, ich mach was du sagst, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich hab Heidelbeeren gefunden. Au. Kannst es ja lesen. Bin gerade beschäftigt. Ich habe nur gelesen, eigenes Lager, aber mit Hilfestellung. Ich glaube, jetzt erstmal bei Heidelbeeren. Heißt du, ich schließe jetzt die Kisten ab? Ach nee, lass das bitte. Nein. Naja, wenn du mich damit entschuldigst, ich gehe mal kurz zu Black Dragon und breche deine Kisten auf. Pass auf, von letzten Endes war ich's und weiß es gar nicht mehr, dass ich's gemacht habe. Ahnung, wird man ja in deinem Video sehen. Also er ist da, ich könnte nochmal abschießen. Nee, lass das, sonst ist. Das ist der angepisst und so muss seine Freundin vielleicht drunter leiden. Na gut, die kann ich dafür. Willst du mal weiter wegbauen? Bitte? Black Dragon mal weiter wegbauen, sonst muss ich die Base resetten. Wieso weiter wegbauen? Ach, lass ihn da. Mein Gott, solange er mich nicht erschießt. Wenn er mich nochmal erschießt, erschieße ich den wieder. Oder wenn er klaut. Klauen würde mich tatsächlich auch stören. Los, Fahrrad! Ehrlich gesagt, du bist schneller, wenn du das Fahrrad einfach in die Hand nimmst und dann oben wieder platzierst, als mit dem Ding hochzufahren. Stimmt.
wenn ich nur wüsste, was das jetzt ist. Ah ja, okay. Ich verkaufe dann mal das ganze Gold hier. Und alles beim Händler mit, oder? Jo. Kannst du eigentlich von mehreren Händlern die Quests annehmen? Kannst du, glaube ich, sogar, ja. Aber du kannst dich bei dem anderen abgeben. Nee, ist ja sowieso vorgegeben, zu welchem. Ich fahre rückwärts mit dem Fahrrad. Cool, das war fast ein Stunt. So. Also wenn du in dem Spiel einen Berg abträgst, ist es fast noch schlimmer als, mit als in Minecraft. Du mit der Panzerfaust durfst du es gehen. Ja, wenn mehrere Leute mit der Panzerfaust drauf schießen, ja, das könnte tatsächlich funktionieren. So. Aber wir brauchen wie eine Art Straße hier, das ist eigentlich echt nicht tragbar mit dem Berg und Talbahn. Vielleicht hätten wir uns eine andere Position suchen sollen. Nein, ich baue dir da einen Tunnel durch. Und dann sind die Quests immer auf dem Berg. Wäre immer noch besser. Ja, so darf er darum, welchen erschießen. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch der Erste, der rumholt, wenn du mich erschießt. Oh, 300 Holzspitzpatronen für die Pistole oder drei Verbandkästen. Ich glaube, ich nehme die Munition, oder? Ja. Oh, nur 200 Meter entfernt eine Clear-Mission. Na, die nehme ich doch an. Ja, ich habe gesammelt. Oh, ich habe Schießpulver gekriegt. Goldnuggets, 1400 wert. Silbernuggets, 2600 wert. Wow, die Goldnuggets haben einen viel höheren Wert. Geschossspitzen und Patronenhülsen. Limit. Patronenhülsen haben wir fast gar keine mehr. Ja, ja. Da muss ich erstmal schauen, ob ich das schon kann. Flintenlaufgeschosse. Ja, die nehme ich mit. Das sind doch die besseren, nicht wahr? Ja. Viel besser. Schießpulver. Geschmiedeter Stahl. Soll ich den mitnehmen? Was? Geschmiedeten Stahl? Nimm mit. Was ist mit Kleber? Nö. Nee, den Stahl nehme ich nicht mit. Der kostet 100 pro Bahn. Ja, nicht. Oh, Goldnuggets. Soll ich die kaufen? 10 Stück für... Was, der verkauft... Wartet mal. Ich habe 1400 gekriegt. Er verkauft eins für 1400. Danke. Wichtelein, wir haben kein Holz mehr. Ja. Was erwartest du jetzt von mir? Das Wo ist das hin? Nein. Wo ist das Holz hin? Fallen lassen. You come back sometime. Ach, hier war's genau. Ach, genau, das habe ich schon. Sag mal, du hast doch eigentlich eine Kettensäge, wenn ich mich recht entsinne. Was haben wir? Warum nimmst du sie nicht? Also, weiß ich aber, nicht. Aber, ich glaube, ich sehe kurz ein bisschen Holz. Ich habe hier 200 Meter entfernt eine Quest zum Clearen. Ich glaube, die werde ich jetzt auch gleich machen, weil das lohnt sich eigentlich. Ist direkt beim Händler und dann kann ich gleich nochmal was holen. Dann hau ich erstmal vorher mein Inventar leer. Eine Einladung schicken? Hatte ich eigentlich, dachte ich. Oh, ja. Jetzt habe ich Black Dragon nochmal angeklickt. Jetzt habe ich beide plötzlich verschickt. Ich verstehe das System überhaupt nicht. Zumal meine schon angenommen. Da ist er. Warte, ich kann dir Holz geben. Komm her. Ist nicht viel.
Deine Almosen immer. Kannst mich mal gern haben. Ich auch. Sag mal, packst du jetzt hier in die Aufbewahrungstruhe die ganze Munition? Was? Ja, wenn drüben auch voll. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Kiste machen. Kacke, die Kiste ist voll. Wir gehen nicht vor die Hunde. Ich lese die mal. Was passiert denn da? Nimm das an, das ist bestimmt Hundeformer oder sowas. Warte mal, ich lese mal vor. Schwierigkeit schwierig schon mal. Wir gehen nicht vor die Hunde. Gratuliere, Rekrut. Diese Notiz ist eine persönliche Einladung, unseren Clan beizutreten. Wir haben dich beobachtet und dein Potenzial erkannt, auch wenn wir dich nie gesehen haben. Erledige diese Aufgabe und wir überlegen uns, dich aufzunehmen. Mal sehen, ob du stark genug bist, um ein paar Zombie-Hunde zu töten. Ich bin der verdammte Crazy Jake! Crazy Jake! Herausforderung, töte ein paar Zombie-Hunde! Zombie-Hunde! Nimm an. Annehmen. Wir brauchen Scammelfleisch. Töte ein paar Zombie-Hunde. Ich glaube aber nie... warte mal. Das ist nur eine Herausforderung, die macht man nebenbei, glaube ich. Oder? Ja, du kriegst Erfahrung als Belohnung. Ja, ja schon, da kann ich ja die ganzen Dinger lesen, oder? Kannst du machen. Crazy Jake, das Crazy sind dann Jake. Die grauen Ausrufezeichen auf der Karte. Ach, warte mal, das habe ich gar nicht geschaut. Ach so, das heißt, da spawnen auch Gegner. Ach da. Interessant. Okay, da gehe ich dann hin. Aber erstmal mache ich das andere. Also schieße ich das nächste Mal aber auch mit Maschinengewehr, wenn wir so viel Muni für die Waffe haben. Und lass die AK dann weg. Habe ich dir doch gesagt. Ja, aber ich habe immer gedacht, hä, wo ist denn diese ganze Muni, von der der redet? Ich habe in beiden Kisten das Zeug reingepackt. Die andere war ja voll. Dein Arsch ist voll. Ne, dann lasse ich wirklich die AK hier. Wo ist denn die Maschinenpistole hin, die ich hergelegt habe? Ach, da. Wo ist denn jetzt die... Unsere Modkiste ist übrigens voll. Ich hab's nicht gelesen. Irgendwelcher Mist, oder? Ich bin wenigstens ehrlich. Was denn? Da hast du recht. Hättest du nicht ehrlich sein können, ich habe ihn mir durch den Arsch gezogen. Er ist hängen geblieben, oder was? Kann doch sein. Ach ja, das ist deine Tür, die kann ich gar nicht schließen. Wenn wir uns gegenseitig bekriegen, wird das auch lustig fürs LP. Wahrscheinlich schon, ja. Aber lass mich da bitte raus. Ja, bei dir das war echt ein Versehen. Ja, das glaube ich ja auch. Bei ihm aber auch. Ich habe eigentlich auf den Zombie hinter den geschossen. Ach so, dass ihr wirklich erschossen. Naja, mir egal. Habt ihr nicht erschossen? Mir auch egal. Hey, wo ist eigentlich meine Infektion hin? Ach, egal. Spielerkill? Na gut, ja. Einmal dich, einmal ihn. Das passt. Ja. Was denn? So, die Flintenlaufgeschosse können da rein. Ja. Ich habe nichts gemacht. Nee, du nicht. Ach so, du redest mit deiner Frau. Nein, die schläft schon. Okay. Arbeitet die gerade eigentlich? Außer, die schläft. Nee, ich meine allgemein. Wird arbeitet ja. Ich hab irgendwann keine mehr. Hoffentlich. 2 Jahre. Ey, mach mich nicht eifersüchtig. Wo ich studieren kann.
Was? Damit ich in Ruhe studieren kann. Du willst echt studieren? Ja. Ey, lass das, dann komm ich mir echt blöd vor. Wieso? Weil ich nicht studiert habe. Na egal, du warst schon immer das Schlauere von uns beiden. Ich hatte Muskeln, du schlau. Das Oculus wegen Geld. Du bist so geldgeil, ey. Geldgeil, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Leute haben ihre Ruhe nicht, wenn sie studiert haben. Aber wenn du Geld hast, hast du deine Ruhe. Du kannst mir doch so ein, zwei Millionchen dann rüberschieben, oder? Na klar. Ich studiere und du willst das Geld haben, ist klar. Du kannst dann immer noch damit angeben, dass du studiert hast. Das nur willst du sagen, was du studieren willst? IT. Hm. Nee, ich kann jetzt nicht schon wieder was Neues anfangen. Ich bin jetzt gerade in Onkologie gegangen. Hast du was Zukunftssicheres? Krebs wird es immer geben. Ja, deswegen, ich nicht. Willst du mir eigentlich helfen bei der Quest hier? Geht gleich los, ich muss nur noch Bäume pflanzen. Dein Bruder jetzt meinen Schlafsack kaputt macht. Wäre ich echt zickig. Das wird echt furchtbar hier, oder? Ich lasse ihn nur aus Hand verdorben, Server. Aber er sollte sich echt mal überlegen, das ist dein Server. Egal. Ernsthaft? Was denn? Der eine Typ killt mich? Ich hab keine Wuni. Hier geht's nicht. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Das hat geruckelt und deswegen bin ich gestorben. Boah, das ist scheiße. Willkommen in meiner Welt. Oh Mann. Der ist auch nicht gestorben. Ja, das kenne ich. Ach, ich habe auch gar keine Munition dabei. Ich habe mich gerade... Ich fand das jetzt auch schön. Ich wollte gerade sagen, warum schießt der denn nicht, aber... Oh weia. Ich helfe dir auf jeden Fall. Alles wird gut. Er sorgt sich um dich. Ist das nicht rührend? Warte, ich schreibe ihm. Bei der Atzen gelernt oder was? Was meinst du? Sonne scheint mal aus dem Arsch. Nee, das habe ich aus irgendeinem Film tatsächlich. Wenn's von der Atzen, glaube ich, die immer gesagt, die Sonne scheint mir aus dem Arsch oder so bei irgendeinem Song. Nee, den kenne ich nicht. Den Besen wieder rein. Idiot. Was? 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 Irgendwo ist einer, glaube ich. Oh ja, nee, egal. Wo genau bin ich eigentlich gerade gestorben? Achso, ich muss noch ein Stück. Ach, dieses scheiß Todestrauma nervt mich halt auch. Warte, ich muss mein Motorrad holen, dann können wir. Okay, Wildbret-Eintopf. Kann so schlimm nicht sein, auf 24% Chance vergiftet zu werden. Nur 4% Chance. Das ist okay. Bei diesen großen Gerichten ist es okay, wenn du einfach nur gekochtes Fleisch isst, lohnt sich das teilweise gar nicht, weil die Chance, sich zu vergiften, einfach zu hoch ist. Ich glaube 10% oder so, ne? Nee, die ist auch 4%, aber bis du dann mal das weg hast, das wieder rein hast, was du verlierst, wenn du eine starke Vergiftung kriegst, dann das lohnt sich einfach überhaupt nicht. Ja, das zum Kotzen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist tatsächlich der Wildbret-Eintopf besser, also die besseren Gerichte. Ach, der Farmer lebt anscheinend noch. Vielleicht haben wir uns auch gerade gegenseitig getötet. Lichtelein. Ja. Black Dragon buddelt. Wo? Beim Haus. Ach, was soll denn das jetzt schon wieder werden? Buddelt einfach rum.
Sag ihm mal, er soll das lassen. Nein. Hallo. Es guckt. Ich zerleg meine Handelbank, nur um zu sehen, was ich rauskrieg. Ja, ich komm gleich. Bist du Gammelfleisch? Ich hab keins leider. Naja, 48 ist nicht doch, so wirklich. Ach, oben, ja. Ich dachte, du meinst bei mir. Nee. Also hast du. Aber ich hab nicht viel. Hast du das mit den Hunden angenommen? Ja, aber ich will erst diese Quest hier machen. Du kannst mir helfen und dann können wir das mit den Hunden machen. Komm mal. Cool. Das ist ein riesiges Bad hier drin. Das ist ja geil. Eine Dusche haben sie auch. Natürlich alles abgeranzt, weil hier die Flotters leben, aber ansonsten cool. Hey, die Flotters sind cool. Ja. So wie New Kids. Die sind auch cool. Total asozial, aber voll cool. Glasscherben mit dem Unterarm. Das machen wir immer so zu Hause. Ui! Ah, ich war's nicht! Es ist so deprimierend, wenn du halt die Erfahrungspunkte kriegst und die verschwinden. Ja. Richtlein? Ja. I come to you. Aha. Ah, ich bin im Loch. Ich dachte, deine Freundin schläft. I need 5 minutes. I need to pick up my bike. Ich hoffe, du hast das leer gemacht vorher. Ja, da ist noch Benzin drin. Weil sonst könnte es ein bisschen dauern. Oh. Nein, ich bin schon auf dem Weg. Ich zerlege in der Zwischenzeit mal ein paar Autos. Ja, ich hoffe. Na, jetzt bin ich auch noch überladen. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich mal leveln. Ich glaube, ich habe irgendwann zwischendrin ein Level gehabt. Vielleicht kann ich da mal. Ich muss ja meine Stärke eh erhöhen, vielleicht kann ich da Packesel erhöhen. Weil mich nervt das, dass ich ständig überladen bin. Ach, habe ich noch gar nicht gesucht. Hä, was war denn jetzt? Was? Was zur Hölle? Wieso sind hier Gegner gespawnt vor mir? Was denn du? Hier sind, das Haus hat sich gerade resettet. Was denn du? Im Haus? Was? Ich komme. Das Haus hat sich plötzlich resettet. Was denn du? Wie geht denn das? Ich weiß doch nicht, was du machst. Ich war hier drin und das Haus hat sich resettet einfach. Wie bescheuert ist das denn? Das wird immer geiler. Das sollte ich vielleicht zerlegen. Ach ja, ich wollte leveln. Such dich ruhig durch. Okay, wie weit müssen wir gehen? Stärke Level 4. Ja, Packesel kann ich erhöhen. Oh, ich brauche bloß Stärke Nummer 5 für Packesel Level 5. Ich mach die Autos, bei dir dauert das immer so lange. Ach, die Quest hat sich plötzlich einfach gestartet. Was? Ja? Das bin hier drin? Ich aber auch schon mal an der 17, glaube ich.
Erinnerst du dich noch, wo du im Haus warst und gesagt hast, du hast gestartet? Ja, aber ich hab's mir gerade schon gedacht, dass ich das wahrscheinlich gestartet habe, aber ich habe jetzt nicht geschaut. Okay, ich bin bloß noch bei 3 Überladung. Das Haus muss geräumt werden. Ich folge dir einfach, okay? Du kannst auch hier unten räumen, wenn du willst, also je nachdem, was du willst. Ich bin noch aber ich kann. Wenn du beim Klo gerade ausgehst, findest du ein schönes eine schöne Badewanne. Und Zombie. Ja, mit. Ach, das ist bloß der Ausgang. Ja, nö. Wie die Alte einfach mal durchs Bett gelaufen ist. Ach, kann ich nicht. Den Scheiß handeln bekomme ich nur Metall. Ja, und es dauert ewig. Und Stahl. Aufspann. Mechanical Parts. Hier ist ein Kopf. Du schaffst das. Oh, tatsächlich. Also ich bin nicht schuld an Black Dragons Leben. Diesmal. Nö, der schafft das schon. Ich renne jetzt dir hinterher. Wenn doch gerade von Zombies getötet wird, müsste man hingehen und fragen, Black Dragon, was ist mit dir? Geht's dir gut? Ach, ich esse jetzt den Honig einfach so. Wir haben viel zu viel von dem ganzen Zeug. Ja, bitte? Gleiche Mission wie du? Wieso, hast du auch eine Mission hier drin? Ja, clear aware, stay within. Hä? Was? Ich hab doch gekillt. Was? Vielleicht weil du mit drin warst. Hä? Ah, du hast erwischt. Oh, interessant! Hilfe! Du schlägst du bloß wieder auf den Kopf? Nein, hier nicht. Au! Gut. Hinter dir! Warum nicht? Das geht nicht. Mann, ich treffe ihn nicht! Mach was! Ja, ich habe ihn irgendwie nicht erwischt. Jetzt habe ich fast mein ganzes Level schon eingebüßt wieder. Einer. Oh, kannst du Kontaktgranaten herstellen? Weiß nicht. Weil ich habe hier ein Rezept dafür. Ich werf's mir raus, ja? Nimm das mal. Das solltest du lesen. Bist du? Vor mir. Vor mir. Ach, und hier ist irgendwo wieder jemand. Doch, die kann, ach, da. Ich, die kann ich schon. Wo kommen die denn her? wieso wurde ich getroffen? Das kann gar nicht sein. Ahnung. Also manchmal ist es echt komisch mit dem Treffer. Weil du warst eindeutig nicht bei mir in der Nähe, um zu schlagen. Ich war's nicht. Nee, ich meine ja nur. Ja, gib's ihm. Ja, ich hab extra auf den Boden geschossen, damit ich dich nicht treffe. Genau. Ja, ich seh's. Wie er sich durchkrepelt. Kann sein, dass der Stacheldraht nicht kaputt geht, wenn die da drin sind? Schon. Weil wenn das so wäre, wäre Stacheldraht besser als die Spikes. Es verlangsamt sie sehr stark. Und wenn es nicht kaputt geht, dann würde es permanent Schaden machen. Da müssen wir nur dafür sorgen, dass die möglichst weiten Weg zu uns haben. Ja, das stimmt.
Alter! Hilf mir! Was? Wieso bin ich jetzt so schnell gestorben? Wo kamen die denn alle her? Okay, die Quest ist, glaube ich, fehlgeschlagen. Renn weg! Nein. Oh, kann ich erstmal ausladen. Oh Mann. Schon ein bisschen übel, oder? Ja, das ist hart. Vor allem haben die mich gerade auch ziemlich überrascht. Ja, mich auch. Hey, ich kann... Vegetable-Stew-Rezept habe ich. Hast du das schon? Oh, ich glaube nicht, nee. Soll ich es für dich aufheben? Wäre nett, ja. Ich heb für dich auf. Du bist eh der Koch. Ja, genau deswegen. Gut, ich hab's aufgehoben. Gut. Ja. So, das Pisswasser kann raus. Es wird gleich Nacht. Es ärgert mich jetzt aber tatsächlich, dass die Quest schiefgelaufen ist dadurch. Oder hast du sie noch? Nee, ist noch. Perale Bedrohung. Ja, und gleich ist noch Nacht. Uffui. Also ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich komme gleich. Ach, hier geht's hoch. Ey, tatsächlich ist die Quest bei mir noch aktiv? Alter, ich sterb nicht. Wenn du stirbst, ist die Quest, glaube ich, fehlgeschlagen. Lauf weg, lauf weg! Kämpfe! Kämpfe, Rocky! Kann das! Ich kann das! Ich esse erstmal was. Au! Ich... Halt dich doch erstmal, bevor du wieder reinstürmst. Ja, mich rein, die kommt zu mir. Wir haben euch fertig. Was soll denn? Da hätten die mich nicht so überrascht, wäre es wahrscheinlich auch nicht schief gegangen. Aber ich glaube, die haben uns direkt eingekreist, zumindest mich. Doch, dich auf jeden Fall. Ui, viele Kisten, ich brauche die auf jeden Fall. Oh, es ist 22 Uhr. Ja, da ist vielleicht auch das drin, was ich holen muss. Und dann könnten wir zu den Hundis gehen. Auch mal auch. Ja, das Scrambelfleisch können wir auf jeden Fall gebrauchen. Also, es sind echt viele Kisten, ich brauche dich. Und ich bin immer noch nicht fertig. Oh, ein Blaubeerkuchen. Hau dir rein, in deinen gierigen Wanst. Mach ich auch. Tatsächlich, das Haus ist gerade neu gestartet worden. Nein. Oh, ja, hier sind Gegner. Oh, man konnte ihre Arschfalte sehen. Fast sexy. Ach, Wichtelein, ich habe ein Problem mit meinem Gewissen. Wieso? Wir sind ja nicht mehr so jung wie damals, ne? Ja. Dein Bruder ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Ach, entschuldigen will ich mich auch nicht. Das ist mir egal. Was denn? Wie gesagt, sowas müsst ihr unter euch ausmachen. Jetzt ach, mal ehrlich, die ganzen... ich hab doch gar nicht gemacht. Ja, ich weiß auch. Oh, zum Koffer, ich dachte, ich habe mich safe gefunden. Jetzt mal aus deiner Sicht.
Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja mein... Hör endlich auf zu existieren, das macht den wahnsinnig. Oh, genau, bist du eigentlich? Ich bin oben auf dem Dachboden. Aber irgendwie sind immer noch Zombies da. Ich bin noch nicht fertig. Nee, halt, ich hab's geschafft. Ja, hätte really Bock. Da stand doch irgendwas, dass ich Supplies finden soll. Wo sind denn die ganzen Kisten? Also ich muss zum Trader. Okay. Ich hab sie leer gekriegt, alles gut. Warte mal, ich hab die Quest noch gar nicht gestartet. Soll ich sie nochmal starten? Hatten wir sie selber oder was? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab doch keine angenommen. Ich habe eine Kartoffel gefunden. Wir gehen doch mal raus und du startest. Wenn das jetzt geht, dann weiß ich auch. Eine Wiener. Deshalb habe ich auch die Quest nicht verloren gehabt, weil ich die noch gar nicht gestartet habe anscheinend. Ich habe gedacht, die hat sich plötzlich gestartet. Dann starte mal. Warte kurz. Ich muss noch kurz Chemikalien klauen.